Niklas Schmidt, herzlichen Glückwunsch zum neu veröffentlichten Buch Kryptowährungen und Blockchain zu einem breiten Spektrum von Themen, Technologie, Praxis, Recht und Steuern. Niklas, würdest du unseren Zusehern und Zuseherinnen zunächst mal erklären, was ist die Intention dahinter gewesen? Was ist die Motivation, bevor du dich überhaupt mit dem Thema Kryptowährungen, Blockchain und mit, sozusagen mit der Verfassung deines Buches begonnen hast? Ja, ich habe das Buch, also erstmal Kevin, vielen herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Interview. Ich folge dir ja schon länger auf LinkedIn und sehe immer wieder tolle Postings von dir zum Thema Bitcoin und Blockchain. Ich selbst habe das Buch letztes Jahr geschrieben, von August bis Dezember. Ich habe gestern kurz vor Weihnachten bin ich fertig geworden. Und ich habe das geschrieben, weil mich das Thema extrem erstens einmal verfolgt hat. Ich war sehr leidenschaftlich involviert. Und ich habe gesehen, dass sehr viele Juristen eigentlich keine Ahnung haben von der Technologie. Und Aussagen treffen, die dann sozusagen notwendigerweise falsch sind, wenn man eine falsche Basis hat. Und das Buch ist in Wirklichkeit eine Art schnelle Einführung in Tech, in Form von FAQs, also von Fragen und Antworten. Nicht notwendigerweise nur für Juristen, auch für die Allgemeinheit. Und es wird einem sehr schnell sozusagen erklärt, wie funktioniert eigentlich die Blockchain, aber auch sozusagen, was sind disruptive Effekte, was gibt es für sozusagen Auswirkungen auf unsere Gesellschaft, die denkbar sind. Und natürlich, weil ich ja Rechtsanwalt und Steuerberater bin, auch viel sagen, Rechtliches und viel Steuerliches ganz am Ende noch. Sehr schön. Das heißt, das Buch ist nicht nur für Juristen, Rechtsanwälte, Steuerrechtsexperten geschrieben, sondern wie ich jetzt auch selbst die ersten Kapiteln sehr leicht, flockig auch geschrieben von der Veranschaulichung der Beispiele. Es geht um die Verstehensprozesse. Warum, wozu überhaupt Krypto, wozu Blockchain? Genau, also das Buch fängt ja an, richtig, es ist nicht nur für Juristen geschrieben, sondern für den allgemeinen Laien auf technischem Gebiet. Und es fängt einmal an mit Grundbegriffen, sagen, was ist ein Block, was ist eine Blockchain, was sind Transaktionen, warum spricht man überhaupt von Kryptowährungen. Also es werden zuerst einmal diese Grundbegriffe erklärt und dann geht es wirklich so nach und nach in immer tiefere technische Details hinein. Also irgendwann mal kommt man dann zum Mining und versteht dann vielleicht auch, warum hier mit Kryptowährungen ein Begriff verwendet wird, den man normalerweise assoziiert mit sehr starken, muskulösen Männern, die unter der Erde schwere Arbeit verrichten. Genau. Du hast ja sowohl im Vorwort deines Buches als auch, was ich gesehen habe, auf der Webseite von Wolf Theis auch geschrieben, dass das jetzt nicht sozusagen in Stein gemeißelte Antworten sind, so, also ich paraphrasiere das jetzt so, sondern auch neue Impulse setzen soll für den Gesetzgeber, also auch für die Rechtsprechung. In der Hinsicht würde mich interessieren, welche Impulse siehst du da? Also sagen, was könnte jetzt noch sozusagen auf uns zukommen von der Ausjudizierung konkreter Rechtsfragen im Zusammenhang mit Kryptowährungen und Blockchain? Ja, es ist eine Situation ähnlich wie bei diesem Internet-Boom, dem Dotcom-Boom vor einigen Jahren. Da haben auch viele gedacht, das ist ein wilder Westen, es gibt keine Regulierung, es gelten keine Gesetze, es ist ein rechtsfreier Raum. In Wirklichkeit, das Recht überspannt alles dieses neue technische Phänomen muss sich auch hier sozusagen einordnen lassen. Das Problem ist nur, dass man eben Regelungen hat, die nicht Bezug nehmen auf Kryptowährungen, auf Blockchains, die man dann irgendwie anwenden muss. Und da gibt es natürlich viele, viele Auslegungsfragen. Es gibt irrsinnig viele, ich habe in dem Buch irrsinnig viele Fragen untersucht, die irgendwann einmal ein Zivilrichter oder ein Steuerrechtler, ein Richter des Verwaltungsgerichtshofs wird lösen müssen. Und ich habe versucht, manche Dinge mal so, wie ich das lösen würde, zu lösen. Das ist vielleicht nicht, wie es dann endgültig sein wird. Vielleicht wird auch der Gesetzgeber eingreifen und im einen oder anderen Bereich Regelungen treffen. Aber ich, wie du gelesen hast im Vorwort, richtig, ja, ich gehe davon aus, dass manche Dinge sich noch sozusagen ändern werden. Du hast ja schon bis dato circa 40 Vorträge gehalten, unter anderem eines in der Österreichischen Nationalbank. Mich würde interessieren, konkret in Bezug auf Bitcoin, was sind die Reaktionen, was ist das Feedback, was sind die Standpunkte, Positionen der jeweiligen wechselseitig abhängigen Institutionen? Ja, du bist wirklich ein aufmerksamer Leser. Ich habe schon letztes Jahr
eben fast 200 Stunden vorgetragen, bei ganz, ganz verschiedenen Foren. Also das, der Höhepunkt war sicherlich in der Nationalbank. Also das Thema Kryptowährung und Nationalbank, das spießt sich ein bisschen. Kryptowährungen wurden ja erfunden, sozusagen als Reaktion auf die globale Finanzkrise, auf das Versagen von Banken und Zentralbanken. Das Publikum in der ÖNB war sozusagen sehr, sehr durchgemischt, waren grundsätzlich sehr aufgeschlossen. Natürlich haben Nationalbanken eine gewisse Reserviertheit diesem Thema gegenüber. Aber es gibt ja auch diese Überlegungen, dass Nationalbanken ihre eigene Kryptowährung rausgeben, diese so Central Bank Digital Currencies. Und da gab es eine gewisse Diskussion auch darüber. Das Wesen, die Vision von dem pseudonymen Autor oder technologischen Experten Satoshi Nakamoto, wer auch immer gewesen sein mag, das mag eine Person, mehrere Personen. Was siehst du, was ist die Essenz eigentlich vom Bitcoin? Aus deiner Sicht? Also ich finde erstmal, Satoshi Nakamoto ist eine super Geschichte. Ja? Also das ist schon mal, ich finde das passt, also dass es hier einen pseudonymen Gründer gibt, einer pseudonymen Währung, das passt super zusammen. Und diese ganzen, ich habe es im Buch auch dargestellt, verschiedenen Verschwörungstheorien und Mutmaßungen, das finde ich, trägt natürlich auch zu diesem Mythos Bitcoin bei. Also hier hat man einfach irrsinnig viele Versuche herauszufinden, wer das eigentlich gewesen ist. Und ich meine, was ist Bitcoin? Deine Frage ist, was ist Bitcoin im Endeffekt im Kern? Ich meine, ich habe ja 2014 mich zum ersten Mal damit beschäftigt und da eigentlich, ich habe es nur spannend gefunden, so ein digitales Geld, ich habe es nicht wirklich verstanden gehabt. Es hat schon noch ein bisschen gedauert, wenn ich jetzt nachdenke, bin ich da schon sehr weit gewandert, habe das viel besser verstanden. Also Bitcoin ist eigentlich irrsinnig viel, ja? Man kann sagen, es ist ein Peer-to-Peer-Geld, das ist ein Geld, das man elektronisch übertragen kann, ohne einen Mittelsmann. Also anders als zum Beispiel eine Banküberweisung, eine Kreditkartenzahlung, eine Zahlung mit PayPal, Stripe, Apple, Google und so weiter. Also es ist ein digitales, direkt übertragbares Geld wie ein Geldschein. Aber es ist auch ein Transaktionssystem. Nicht? Das ist, die Blockchain ist etwas, was wirklich grundlegende Veränderungen auslösen wird. Es ist etwas, was mathematisch irrsinnig schön ist. Ja? Es ist für einen Mathematiker ist das ein ganz ein tolles System, weil es gibt einen Algorithmus, es gibt keine Diskretion. Mathematiker würden sagen, es ist super gemacht. Ja? Es ist etwas Philosophisches, es ist etwas sehr Beständiges. Natürlich die Preisfindung von Bitcoin, da sind wir noch ganz am Anfang. Gibt es nicht viel Spekulation oder hat es viel Spekulation gegeben und gibt immer noch Spekulation, Leute, die glauben, dass der Kurs unglaublich hoch sein wird oder es wird abstürzen und nichts wert sein. Aber es ist, ja, es ist sehr viel, man kann sich dem Thema von sehr vielen verschiedenen Richtungen nähern. Ja. Ich habe im Buch auch viele Beispiele gegeben von Leuten, die sich mit dem einen oder anderen Aspekt auseinandergesetzt haben. Mhm. Ich habe noch eine Frage, bevor wir sozusagen zu den konkreten Fragen von mir gehen. In deinem Buch, du sagst ja irgendwo an einer Stelle in deinem Buch, dass sowohl Bitcoin als auch alle anderen Coins, Altcoins, also alternativen Coins, alles was nicht Bitcoin sind, alternative Coins, eine begrenzte Anzahl haben, also limitiert sind. Kannst du ein bisschen genauer darauf eingehen oder was ist der spezifische Unterschied zwischen Bitcoins und Altcoins in der Hinsicht, in der absoluten Begrenztheit? Ja, als ich das Buch sozusagen, als ich das Manuskript abgegeben hatte beim Verlag und ich es dann sozusagen zurückbekommen habe, dann ein paar Wochen später die Fahnen, also die endgültige Seite und nur noch letzte Anmerkungen machen konnte, seit damals sind so irrsinnig viele Dinge noch passiert und sind zum Beispiel auch schon erste Kryptowährungen aufgetaucht, die eben unbegrenzt sind. Ja, es gibt jetzt eine Währung, die heißt Grin, die basiert auf einem neuen Algorithmus, auch wieder eine unglaubliche Weiterentwicklung. Auch ein Aspekt von Satoshi Nakamoto, eine Erfindung, auf der aufbauen ja neue Dinge entstehen. Und diese Kryptowährung hat einfach keine Begrenztheit, die ist nach oben hin unbegrenzt, wieder ein ganz neues Paradigma sozusagen. Aber grundsätzlich, die meisten Kryptowährungen oder fast alle Kryptowährungen sind begrenzt, haben eine begrenzte Ausgabemenge. Und ich habe sozusagen im Kontext von Inflationsschutz eben dargestellt, dass Satoshi Nakamoto diese Obergrenze von 21 Millionen Stück eingezogen hat, weil er eben irgendwann mal gesagt hat,
Das Problem mit konventioneller Währung, mit Fiat-Währung, ist, dass man vertrauen muss, dass die Regierung die Geldmenge nicht verantwortungslos sozusagen erweitert und erweitert. In Kooperation mit den Zentralbanken. In Kooperation mit Zentralbanken, oder genau. Oder andersrum. Ja, anders, richtig. Ja. Und also, dass die Zentralbanken in Kooperation mit der Regierung nicht die Geldmenge erweitern, die Währung sozusagen entwerten. Und weil eben dieses Vertrauen in der Vergangenheit immer wieder durchbrochen oder gebrochen wurde, sollte man sich jetzt etwas anderes überlegen. Und jetzt hat man praktisch eine begrenzte Anzahl. Das kann mathematisch, das ist sozusagen, es gibt eine Obergrenze, es gibt diese Formel mit der Halbierung alle 210.000 Blöcke. Da ergibt sich eben diese Kurve, also sehr starke Steigung in den Anfangsjahren. Hintergrund, man will diese Miner übermäßig entlohnen, die ein großes Risiko eingehen, weil sie einem Projekt sich beteiligen, das vielleicht nicht fliegen wird, und über die Jahre dann eine ständig sinkende Ausgabemenge. Und grundsätzlich ja, das ist ein Inflationsschutz. Vielleicht ist es aber nur wieder theoretisch, wenn man das ganze Universum an Kryptowährungen anschaut, da gibt es dann halt verschiedenste Kryptowährungen, jede für sich sagt, there will only ever be 21 million coins, or there will only ever be 210 million coins, or 100 million coins, or 5 billion coins. Alle für sich sind immer eine begrenzte Menge, aber vielleicht ist das Krypto-Universum als solches dann doch unbegrenzt. Ja? Und damit ist dieses Argument vielleicht dann wieder sagen, entleert. Aber Bitcoin für sich ist natürlich schon, kann man sagen, ein sehr hartes Geld, ja? Weil, also eigentlich ein härteres Geld als Gold, ich weiß nicht, ob ich das geschrieben habe. Ja, erklär das warum. Warum ja? Ist es härter als Gold? Naja, weil Gold, sagt man, ist das härteste Geld, ja, also ein durch Gold hinterlegtes Geld ist das härteste Geld, weil es eine begrenzte Menge Gold gibt. Aber es ist ja so, ich habe irgendwo mal gerade gelesen, 310. Es gibt also einen Stock, also an verfügbaren so. Mengen, die ja. schon da sind. Übrigens 11% der gesamten Goldmenge wird von indischen Frauen besessen. Das ist auch eine Eigenartigkeit. Aber es gibt insgesamt zwischen 185.000 bis 195.000 Tonnen an Gold. Und jedes Jahr kommen 2-3% dazu, maximal 3% zurzeit. Also das ist sozusagen die relative Begrenztheit. Und deshalb ist Bitcoin absolut begrenzt. Und da wollte ich eben aus dir herauslocken, wie siehst du das? Weiches Geld, hartes Geld, härtestes Geld. Was sozusagen die Essenz, die Struktur unserer Zivilisation auch ausmacht in der Interaktion. Was würde das bewirken, wenn es tatsächlich ein härtestes Geld wie Bitcoin gibt? Und ein Bitcoin sind 100 Millionen Satoshis. Das heißt, es scheitert nicht einmal an der Teilbarkeit. Ja, ja. Also viele sagen ja, okay, es gibt nur 21 Millionen, das ist ein zu geringer Betrag, aber man muss ja dann eine ganze Anzahl von Nullen dranhängen. Und die kleinste Einheit ist eben so ein Sat oder so ein Satoshi. Ja, ich glaube, es ist deshalb härter, kann man sagen, als Gold, weil man sozusagen, ich glaube, Gold könnte ja theoretisch, das ist ja eine Schätzung, ja? Es kann ja sein, dass man sich verschätzt hat, dass viel mehr Gold auf der Erde ist, ja? Während die Obergrenze von 21 Millionen ist unverrückbar. Ne? Das ist eine feste sagen, Variable in dem Source Code. Da gibt es kein Verschätzen sozusagen. Und die Ausgabemenge, die sinkt ja über die Jahre, wird man da unter dem Wert vom Finden von Gold kommen. Nicht? Also von dem vorhandenen Gold, was man jetzt jedes Jahr findet, du hast also eine Zahl erwähnt, wie viel Prozent das sind, da wird man in Kürze wahrscheinlich drunter sein. Ja. Genau, ja. Sehr schön. Na, dann gehen wir mal zu den konkreten Fragen. Es gibt da, wenn ich mich recht erinnere, auf Seite 114, 115 die Kapitel 17.6 bis 17.8. Ja, es sind auf jeden Fall zwei, drei Punkte, die mich interessieren würden. Zum einen, du sprichst die Intermediäre an, sozusagen die Drittparteien, die Institutionen, die zwischen den Transaktionen immer fungieren, seien es Immobilienmakler, Notare, andere Institutionen. Die Anwälte sind nicht angeführt, weil es wird immer Anwälte geben für die Konfliktregelung oder für die Ausjudizierung oder was auch immer. Wie siehst du das? Also wie siehst du sozusagen die Entwicklung der Obsoletmachung dieser Drittparteien, die du in deinem Kapitel ansprichst? Naja, das ist das Revolutionäre der Erfindung von Satoshi Nakamoto. Also
ich habe, als ich eben Bitcoin kennengelernt habe, war mir das alles nicht so bewusst. Ja? Und ich habe dann viel, viel lesen müssen und da gab es Leute, die haben das sofort verstanden. Ich habe da ein paar Jahre gebraucht, aber im Grunde diese Blockchain ist ja sozusagen eine Transaktionsdatenbank, die halt zufälligerweise verwendet wurde, erstmalig für Geld, also für Einheiten an Bitcoins. Aber natürlich kann man diese Datenbank für viele andere Arten von Transaktionen einsetzen, also für Übertragungen von Grundstücken. Damit macht man vielleicht Rechtspfleger beim Grundbuchsgericht obsolet. Man kann sie verwenden für irgendwelche Treuhandschaftsabwicklungen, also dass man praktisch einen Betrag, es gibt zwei Parteien, einen Käufer und Verkäufer, und niemand will in Vorleistung treten. Also der Verkäufer will die Ware nicht schicken, der Käufer will aber nicht vorher sozusagen das Geld schicken. Und man kann das Geld sozusagen in so einen Escrow-Account legen. Das würde normalerweise ein Treuhänder machen, vielleicht ein Notar. Und der wartet, bis wirklich die Ware angekommen ist, und dann lässt er sozusagen die Zahlung frei. Und hier wäre die Blockchain sozusagen mit Smart Contracts auch oder könnte eingesetzt werden für solche Treuhandabwicklungen. Aber ich habe die Rechtsanwälte habe ich nicht erwähnt. Das ist möglicherweise, weil ich mich da irgendwie außen vor halten wollte. Aber im Grunde. Man kann sich bestimmte Aufgaben schon gewisse einfach sozusagen reduzieren. Ja, ich glaube auch natürlich, also diese Smart Contracts sind ja zwar nicht Contracts im Rechtssinn, aber dienen oft der Durchführung von Verträgen. Und da kann man sich schon vorstellen, dass gewisse Massenanwendungen, also vor allem im Geschäft mit Consumers, mit Retail, also Retail-Anwendungen, dass man da viele Dinge automatisiert und da vielleicht auch dann sozusagen keinen Anwalt braucht, weil die Dinge sozusagen automatisch ablaufen. Also die Blockchain ist glaube ich, revolutionär und wir sind da ganz am Anfang. Ich glaube auch Kryptowährungen sind wirklich am Anfang, ja, weil wir haben jetzt gerade 10 Jahre Bitcoin gefeiert im Jänner, also 10 Jahre praktischer Umsetzung. Und die ersten Jahre ist ja nicht wirklich viel passiert, da war die Bitcoin-Blockchain, also war fast jeder Block leer, bis auf die 50 Bitcoins, die Satoshi Nakamoto immer bekommen hat für das Aufrechterhalten dieser Blockchain. Also viele Jahre eben nichts passiert, erst 2017 wirklich ein gewisses Interesse und ist das System in den Mainstream gekommen. Also ich vermute, wenn wir jetzt noch ein paar Jahre warten, werden da viele Anwendungen noch auftauchen, die wir noch gar nicht vor Augen haben. Ja, sehr schön. Noch eine konkrete Frage zum grundbücherlichen Eintragung. Okay, wenn angenommen, wir würden jetzt wirklich grundbücherliche Eintragungen durch Smart Contracts ersetzen. Mhm. Und wir haben jetzt vor kurzem gehört, das Bundesfinanzministerium oder Finanzmarktaufsicht in Österreich hat es zum ersten Mal die Securities als quasi Blockchain-eintragungsfähig akzeptiert, validiert, oder? Mich würde interessieren, wenn man jetzt zum Beispiel in Zukunft Immobilien oder Immobilienanteile automatisiert über die Blockchain einverleiben, also quasi fraktionelle Eigentumsanteile. Was würde das bedeuten? Ja, also ich glaube, da muss man zwei Dinge, glaube ich, sagen, auseinanderhalten oder zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist einmal, sagen, Grundbuch auf Blockchain-Basis, ja? Also dass praktisch man keine normale Datenbank hat, wie derzeit das Grundbuch, die eine Stelle führt, das Bundesministerium für Justiz, sondern eine verteilte Datenbank, die auf vielen Knoten läuft, auf Basis einer Blockchain-Lösung. Da fragt man sich, okay, brauchen wir das in Österreich? Das Grundbuch funktioniert ja sehr zuverlässig, es ist nicht wie in irgendwelchen unterentwickelten Staaten, wo es vielleicht Korruption gibt und wo man sich nicht sicher sein kann, dass ein Eintrag nicht plötzlich umgestellt wird und man sein Grundstück verliert. Also in Österreich haben wir ein gut funktionierendes Grundbuch, das ist jetzt nicht so ein großer Druck, eine Blockchain-Lösung einzuführen. Da könnte, glaube ich, eher interessant sein, diese Smart Contract-Anwendung, also dass man vielleicht gewisse Dinge automatisch durchführen kann. Ja, also zum Beispiel eben die Übertragung eines Grundstücks, wenn ein bestimmter Kaufpreis freigegeben wird, ja, wenn eine bestimmte Zahlung erfolgt. Also Umschreibungen, die gekoppelt sind an gewisse externe Ereignisse. Ja. Und das ist das eine Thema, glaube ich, so Grundstücke auf Blockchain-Basis, auf einem Blockchain-basierten Grundbuch. Das zweite Thema
Das ist wahrscheinlich so Tokenisierung von Grundstücken. Also hier geht es eigentlich darum, dass man es gibt einen Betreiber eines Shopping-Centers und der hat jetzt sozusagen dieses Shopping-Center in einer GmbH zum Beispiel und will einen Teil dieses Shopping-Centers verkaufen, aber trotzdem Kontrolle über dieses Shopping-Center behalten. Und da könnte die GmbH Tokens ausgeben, Tokens, die verbriefen sozusagen eine Beteiligung an dem Gewinn aus diesem Shopping-Center. Und zwar jetzt nicht nur für akkreditierte Investoren, sondern zum ersten vielleicht auch für Kleininvestoren. Ja, also es kann jedermann sozusagen, auch jemand, der nur einen kleinen Betrag hat, kann sich in dieser Anlageklasse Shopping-Center dann beteiligen, ja, und kann hier sozusagen an dem Shopping-Center beteiligt sein. Und wie du richtigerweise das auch sagst im Kapitel, es würde dann quasi eine Effizienzsteigerung geben, zum einen, also die Geschwindigkeit dieser Transaktionsabwicklungen, als auch eine Kostenreduktion. Klar, also viele Dinge sind dann einfacher, nicht? Also man könnte, also wenn man jetzt zum Beispiel beteiligt ist an einer Kapitalgesellschaft, an einer gelisteten Aktiengesellschaft und eine Dividende bekommt, sind ja da sehr viele Stellen, über die diese Dividende gezahlt wird. Also die OMV AG Aktiengesellschaft zahlt das aus, da gibt es eine Clearingstelle und dann geht das über die Banken bis zu dem endgültigen Anleger. Und hier, wenn man sagen, jetzt praktisch Blockchain passiert, über die Ethereum Blockchain zum Beispiel, diese Zahlungen direkt vornimmt, dann könnte man diese Tokens übertragen. Wer immer sie gerade in dem Moment hält, in dem die Dividende fällig ist, bekommt automatisch über diesen Smart Contract seine Dividende ausgezahlt. Also eine sehr, sehr effiziente Vorgehensweise. Noch ein letztes Thema. Konkret geht es um die, es ist ja recht, relativ aktuell, die Verwertung von Daten. Aha. Sebastian Kurz hat ja vor kurzem gemeint, man sollte überhaupt alle Facebook-User registrieren lassen. Das ist das eine, und das andere, das ist vielleicht komplett irgendwie ein abgekoppeltes Thema, die Nutzung dieser Daten oder die Verwertung, also die entgeltliche Verwertung dieser Daten. Da hast du auch irgendwo in dem Kapitel etwas im Zusammenhang mit Steemit und anderen Nutzerportalen angesprochen. Ja, ich glaube, der Gedanke, den ich da angesprochen habe, ist, dass wir praktisch, also sehr viele so Gratisdienste im Internet haben. Also wir verwenden zum Beispiel Google Mail, um unser Mailverkehr durchzuführen, verwenden Facebook, um soziale Kontakte aufrechtzuerhalten. Wir haben Google Search, wir haben also irrsinnig viele so Portale, webbasierte Dienste, die eigentlich gratis sind. Ja? Aber vielleicht nur auf den ersten Blick gratis. In Wirklichkeit zahlen wir für diese Dienste, indem wir unsere Daten hergeben. Und die Frage ist sozusagen, ob das das Internet der Zukunft ist oder ob nicht vielleicht mit so einer Blockchain-basierten Lösung wir wieder Kontrolle über unsere Daten bekommen und eigentlich diese Daten zur Verfügung stellen der Daten eigentlich bezahlt bekommen. Also da gibt es vielleicht so Überlegungen, dass man auch vielleicht die Daten, die man zur Verfügung stellt, dass man da differenziert und nicht jeder sozusagen dasselbe Ausmaß an Information bekommt. Also mehr Kontrolle sozusagen über unser Surfverhalten zum Beispiel, ja? Also über die Auswertung unseres Surfverhaltens. Sehr schön. Gibt es noch irgendwelche Informationen oder Positionen, die du jetzt gerne jetzt unseren Zusehern und Zuseherinnen mitteilen möchtest, wo man dich zum Beispiel findet oder zusätzliche Materialien? Das Buch ist im Linde Verlag erschienen? Genau. Ja, das Buch ist im Linde Verlag erschienen und man kann es, glaube ich, auch auf Amazon besorgen. Ich bin bei Wolf Theiss eben. Ich habe auch eine E-Mail-Adresse. Es gibt eine Website, da kann man mich anschreiben. Ich habe also gerade mit diesen Vorträgen, die ich gehalten habe, irrsinnig viele Fragen auch nach den Vorträgen bekommen und habe die immer sehr gerne beantwortet, weil ich da irrsinnig viel auch gelernt habe. Also wenn irgendjemand mein Buch liest und irgendetwas nicht versteht, dann bitte ich das, was mir schnell schreibt, damit ich das in der nächsten Auflage auch korrigieren kann. Oder wenn es irgendwelche Dinge gibt, die ich falsch verstanden habe oder falsch dargestellt habe. Also ich bin sehr interessiert, da Kontakt zu haben. Und wie gesagt, meine E-Mail-Adresse ist auch im Vorwort des Buchs enthalten. Dann herzlichen Dank für deine Zeit. Und ja, super. Kevin, vielen herzlichen Dank für das Interview und für diese tolle Gelegenheit, hier auch das präsentieren zu dürfen. Dankeschön.